Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Zwei Dinge, die wir klären müssen, bevor wir weitermachen. Erstens, natürlich weiß ich mittlerweile, wie man Schnellreisepakete craftet, und zwar einfach in dem Menü hier unten links. Keine Ahnung, wie ich das vergessen konnte, denn das ist ja durchaus was Wichtiges, was auch im Spiel erklärt wurde. Aber irgendwie bin ich wieder drüber hinweggekommen. Wir brauchen zum Craften eines Schnellreisepaketes einmal Reinholz und Wildfleisch. Wildfleisch haben wir allerdings gerade nicht genug, weswegen wir auch kein Schnellreisepaket craften können, müssen deswegen jetzt erstmal ein paar Tiere erlegen. Grundsätzlich finde ich es aber richtig cool, dass man Schnellreisepakete jetzt überall craften kann, denn im ersten Teil war es meiner Meinung nach so, dass man sie entweder kaufen musste oder man hat halt dieses goldene Schnellreisepaket, was dann eben dazu führt, dass es sowieso obsolet wird, die Nachschub zu suchen. Aber generell erstmal eine ganz coole Sache. Dann die zweite Sache. Ich habe mich in einer der letzten Folgen, glaube ich, gefragt oder euch gefragt, wie ihr das handhaben würdet mit diesen ganzen Nebengeschichten, wie zum Beispiel dem Maschinenstreit und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, dass wir für die Nebentätigkeiten, also die jetzt über das bloße Entdecken der Spielwelt hinausgehen, für die man sich wirklich Zeit nehmen muss, also beispielsweise eben, wie gesagt, Maschinenstreit oder vielleicht auch noch andere Dinge, die kommen werden, oder diese Kämpfe, die man führen kann. Ich habe mir überlegt, dass ich die in eigens dafür separaten Folgen zeigen will oder stecken will. Denn es gibt viele unter euch und auch viele Zuschauer, die den Kanal noch entdecken könnten, die sich eher nicht für dieses Nebenzeug interessieren, sondern nur für die Hauptgeschichte. Und wenn man nicht ganz klar schon erkennen kann, ob es sich bei einer Folge um Nebenbeschäftigung oder um Hauptstory kümmert bzw. handelt, und man das alles im Prinzip schauen muss, auch wenn es einen nicht interessiert, dann schaltet man irgendwann ab. Und das wäre halt sehr schade, muss ich sagen. Und dem will ich ein bisschen einen Riegel vorschieben. Und deswegen sage ich, wir werden in Zukunft einfach Hauptstory-Folgen bzw. Sachen in den Nebenzeug passiert, werden wir eigens kennzeichnen oder gesondert kennzeichnen, damit eben genau das halt nicht mehr passieren kann. Ihr könnt euch also dann sicher sein, wenn da nichts steht, ich muss nochmal gucken, wie ich das kennzeichne, dass eben nur relevante Inhalte passieren, während ihr dann bei, ich kann es ja vielleicht Nebenquests oder sowas nennen, wenn sowas dort steht, dann kümmern wir uns um solches Nebenzeug, wie jetzt zum Beispiel Maschinenstreit. Das gilt wahrscheinlich nicht für Nebenquests, weil ja auch die Nebenquests häufig doch mal ganz nette Geschichten erzählen, finde ich zumindest. Insofern muss ich mir das noch genau überlegen, aber auf jeden Fall werde ich es irgendwie kennzeichnen. Was wir uns jetzt anschauen werden, ist den letzten Aufenthaltsort von Erend, den wir hier irgendwo wieder treffen müssten, theoretisch. Finde Erend, genau. Und dann wollen wir mal sehen, was er zu erzählen hat. Eventuell kann er auch einen Teil zur Aufklärung dieser ganzen Geschichte mit den Dornrücken beitragen. Bin auf jeden Fall das sollten wir nicht tun. Wir sollten da vielleicht mal unsere Waffe wechseln. So, von dem Wildschwein können wir uns eventuell Wildfleisch besorgen. Und dann können wir auch wieder anständig... Na, perfekt. Dann können wir auch anständig reisen demnächst wieder. Stellen wir das mal her. Wir können tatsächlich 50 Stück davon tragen und wir craften noch immer zwei direkt. Das ist natürlich auch sehr nett. Generell müssen wir die Tiere ja so oder so jagen. Da drüben ist ein Tier. Ja, wir müssen sie eh jagen, weil wir ihre Felle und alles brauchen. Das war ja in Zero Dawn war das ja auch so. Ah, Mist. Wo ist Stolperdraht? Wo? Ich sehe ihn nicht. Bei meinem Glück laufe ich gleich direkt rein. Was haben wir denn da vorne? Nur nichts Verdächtiges machen. Okay, da sind Maschinen. Ist das da oben Erend? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da drüben ist Stolperdraht, guck mal. Da. Was haben wir hier denn? Wühler. Ziemlich viele Wühler sogar.
Hier ist alles mit Stolperdraht versehen. Hey, du! Es soll sich lohnen, wenn du diese Hügel erledigst. Irgendwas ist immer. Halt mit durch! Metallknochen. Mal sehen, was ich tun kann. Alles mögliche Zeug. Okay. Aktiviert zum Scannen von Gegnern einen Fokus. Markiere Gegner mit Standort. Oh, nö, das brauchen wir nicht. Also, offensichtlich steckt dieser Osram Fallensteller fest. Und wir sollen ihm jetzt helfen. So, hier haben wir einen der Fallen. Da drüben haben wir einen Wühler. Das war komplett doof. Wie wirft man nochmal einfach nur den Stein? Ohne Witz, ich weiß das gerade nicht. Das ist ein bisschen dämlich. So offensichtlich auch nicht. Ich will eigentlich nur, dass er hier reinrennt. Hallo. Das ist springen. Das ist leider selbst reinlaufen. Ach so, okay. Ja gut, jetzt ist es eh zu spät. Wobei, was wir machen könnten ist... So. Und dann lassen wir den hier reinlaufen. Na los. Trau dich. Ein kleines Erfolgserlebnis für mich. Da haben wir noch mehr Stolperdrähte. Da vorne ist jetzt noch einer. Ich weiß, im Prinzip ist es völlig unnütz, die so hier reinluren zu wollen. Denn theoretisch sind wir auch mehr als stark genug, um die halt mal eben so kalt zu stellen. Na komm schon. Autsch. Das hat sogar am Ende auch noch getroffen. Na komm schon. Sehr schön. Schwachstellentreffer. Gut aufgebaut. Sprich mit dem Osram-Fallensteller. Wie immer er heißt, Tolis, glaube ich. Schmiede, ne? Dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Ich hoffe, dein ordentlich bedanken ist nicht das, was ich jetzt befürchte. Naja, schauen wir uns das auf jeden Fall mal an. Erstmal die ganzen Teile hier einsammeln, die wir abgeballert haben. So, was ist jetzt mit dir, Typ? Ich warne dich. Ich kann auch meinen Resting Bitch Face aufsetzen. Und dann gehst du aber mal automatisch 3 Meter zurück. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden? Vermutlich.
Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich was geschenkt bekomme. Erstmal gucken und sagen, ja, ist ganz okay. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Orvent-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Krass, aber das ist dem auf jeden Fall zuzutrauen. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein, was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Tja, das ist wie gesagt ganz stark davon auszugehen, dass Alvin da irgendwie seine Finger im Spiel hat. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erinnert ihn ja, Jagdgebiete kennen wir ja. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Ja, Stolperfallen erlauben dir, verschiedene Arten von Stolperdrähten zu platzieren. Tippe R2 an, während du zielst, um den ersten Ankerpunkt zu setzen und feuere erneut, um den zweiten zu platzieren. Es gibt ein Limit, wie viele Stolperdrähte man zur selben Zeit platzieren kann. Sei vorsichtig, nicht in eigene Stolperdrähte zu laufen. Das wird mir doch nie passieren. Ja, jetzt haben wir in unserem Waffenrad hier die Schockstolperfalle. Und wir haben, wie gesagt, Schockstolperdrähte, ganz cool. Gegner, die den Stolperdraht auslösen, nehmen Schockschaden und Schockaufbau, was durch ein Symbol über ihnen angezeigt wird. Wenn das Aufbausymbol voll ist, dann werden Gegner für eine kurze Zeit geschockt. Gegner können sich in dem Betäubzustand nicht bewegen und sind anfällig für kritische Treffer von Nahkampfangriffen. Scanne Gegner mit dem Fokus, um herauszufinden, ob sie resistent oder anfällig gegen Schockangriffe sind. Klingt auf jeden Fall sinnvoll. In unserem Inventar müssten wir jetzt diese Waffe auch finden. Das ist die hier. Die Schockstolperfalle, die natürlich noch Level 1 ist. Also während wir die anderen hier durchaus ja schon verbessert haben, die beiden, ist hier noch nichts passiert. Aber das können wir nach und nach ja auch noch tun. Es ist erstmal schön, das in unserem Repertoire zu wissen. Insofern kann es dann hier weitergehen. Okay, Suche nach Erens Spuren. Wo sehen wir sie denn? Da oben ist auf jeden Fall... Warte mal, wir müssen auch mal nach oben gehen hier. Hua. So, was haben wir hier drin? Hoffentlich... Oh Gott sei Dank, es war nicht seine Toilette. Schwarz... altes Armband, Sprengpaste, Metallscherben, alter Zahnschau. Oh, da auf jeden Fall. Wahrscheinlich so eine Dentalzahnbürste von, weiß ich nicht, Colgate, Oral-B... Megatron, irgendwie sowas. Da sind Erends Spuren. Spuren? Vielleicht von Erend und der Garde. Naja, da oben ist ja auf jeden Fall schon mal was Großes. Die Dornrücken sind überall. Reliktruinen, der Schrein. Warte mal kurz. Ah ja, hier. Reliktruinen der Schrecken. Das kennen wir ja schon. Hier haben wir einige unbekannte Lagerfeuer, die wir eigentlich auch mal aktivieren sollten. Vielleicht gehen wir da erstmal eben vorher hin. Eine Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt etwas Interessantes. Der Schrecken, neue Reliktruine. Säure macht hier kaum Schaden. Uiuiui, Dornrücken.
Säuredornrücken Stufe 13. Eine Herdenmaschine, die mithilfe ihrer Stoßzähne Rohstoffe ausgräbt. Wird sie provoziert, kann sie Schrott ausgraben und mit Säure verstärken, um ihn in fernen Nahkampfangriffen einzusetzen. Huiuiui. Ist sogar eine reitbare Maschine. Schwach gegen Schockschaden, was uns sehr helfen wird. Stoßzähne kann man gut angreifen von denen. Und die Schleifscheiben, okay. Stoßzähne geben offenbar auch hier Beute, wenn wir sie abschießen. Das ist, glaube ich, auch die Beute, die wir brauchen, um diesen einen Gegenstand zu verbessern. Wir müssen uns mal eben ein bisschen anschleichen. Fuck. Versuch ihn wegzuschieben. Sieht etwa so aus, als würde ich mich so tun. Na, wen haben wir denn da? Wer seid ihr denn? Ich kriege das Ding nicht weg. Ach mein Gott, der liegt nicht ernst. Oh Mann, ey. Außer Rahmen befreien. Haha, geil. Wir sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wuadis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Oh Und Mann. Wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst, ja. Lass ich keinen auf mich drauf fallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen. Sind recht praktisch im Kampf. Noch mehr Geschenke. Danke. Mach's gut, Aloy. Was für nette Menschen. Rauchbomben. Verwende Rauchbomben, um Gegner in der Nähe zu verwirren und zurück in die Tarnung zu flüchten. Rauchbomben können auch unter Wasser eingesetzt werden. Ah ja, hier unten können wir die einsetzen. Was brauchen wir da zum Craften? Maschinenmuskel, Sprengpaste, Metallscherben, okay. Rede mit Fendur. Na los, bringen wir die Maschinenkadaver nach Kettenkratz. Das wird ein Spaß. Schade, ich habe gedacht, dass wir tatsächlich den Stoßzahn abgeschossen hätten. Diese Ruine ist kurz vor dem Zusammenbruch. Irgendwie muss man da doch reinkommen. Dann gucken wir uns das mal eben auf der Karte an. Erkunde die Ruinen. Ist das eine... Mildurfs Reliktruinen. Hier ist eine eigene Kategorie. Schätze erwarten denjenigen, die es wagen, die Ruinen der alten Welt zu erforschen. Wir kriegen vor allem 2 Fertigkeitspunkte dafür und 5000 Erfahrungen. Das finde ich schon echt heftig. Genau, wir wollten jetzt als nächstes mal hier bei Überlebende schauen. Wir haben hier... Heilende Beeren bewirken mehr und schnellere Heilung. Finde ich ganz gut. Plus 50% Heilung und 50% Heilungstempo. Oh ja, das haben wir ja schon gemacht, genau. zum Erlernen, verbundene Fertigkeit erlernen. Habe ich doch. Ach, nee, haben wir doch nicht. Natürlich wusste ich, dass wir das noch nicht erlernt haben. Was denkt ihr denn? So. Jetzt können wir uns besser heilen. Gefällt mir ganz gut. Und wir können uns ja mal ein bisschen hier diese Ruinen anschauen. Wie gesagt, das, finde ich, zählt jetzt auf jeden Fall noch zur Hauptquest. Die kommen in meinen Rucksack. Oder zur wichtigen Beschäftigung. Okay, was haben wir hier drin? Kiste aufnehmen. Ah, okay. Wir haben hier so eine Art Schieberätsel wahrscheinlich am Ende des Tages. Wobei, du stehst ja schon ganz gut hier. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Kann man das aufschießen? Nö. Was ist das? Irgendein Relikt ist da drin. Aber wie komme ich ran? Ornament. Ja, Wesig auch nicht. Zumindest noch nicht. Wir müssen das Teil hier also auf jeden Fall verschieben. Mal los
loslassen. Vielleicht kommen wir hier weiter. So, offenbar, wie sieht das hier aus? Braucht man für die Tür eine Art Schlüsselmodul. Vielleicht ist eins in der Ruine. Ein Schlüsselmodul. Das klingt ja auch spannend. Also wahrscheinlich einfach so eine Art Keycard. Kann man hier rüberspringen? Ja, kann man. Sehr gut. Da drüben ist irgendwas. Das sieht auch aus, als könnte man... Ja, ich wollte es gerade sagen, als würde man es ziehen können. Und was ist das da? Was ist das da? Und kann man das auch... Warte mal, kann man das auch ziehen? Eine Kiste. Die sollte hilfreich sein. Das wird irgendwie nichts. Von da aus zumindest nicht. Aber von hier unten können wir das gleich. So, was haben wir hier drin? Sprengpaste, Sprengfalle, Metallscherben, heilende Beeren und Wildfleisch. Auch sehr gut. Da können wir nämlich dann auch jetzt mal noch mehr Schnellreisepakete craften. Zumindest nochmal zwei Stück. So, hier haben wir Daten, die wir haben wollen. In den Daten ist ein Code für die verschlossene Tür. Aber ich brauche noch ein Schlüsselmodul. Oh, das kriegen wir aber raus. Von Zion Lodge Rezeption. Datenbeschädigung minimal. Zion Lodge Rezeption an Thomas Braith. Ihr persönlicher Zugangscode. Guten Tag, Gastname. Danke für Ihre Buchung in der Zion Lodge. Bei Ihrer Reservierung haben Sie sich für die Parklizenz Rot entschieden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Für die unsere Unterkünfte bekannt sind, ist das Zufahrtstor für Gästefahrzeuge durch einen persönlichen Code geschützt. Der Einfachheit halber gilt dieser Code nicht nur für Ihren Parkplatz, sondern gewährt auch den Zutritt zu Ihrem Zimmer. Ihr persönlicher Zugangscode lautet... Fuck. Also es ist zensiert, es wahrscheinlich soll es Fuck heißen. Bitte denken Sie daran, dass dieser Code vertraulich zu behandeln ist und geben Sie ihn während Ihres Aufenthalts nicht an andere weiter. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eine sichere und angenehme Anreise wünscht Ihnen das Team der Zion Lodge. Mr. Braith, bitte entschuldigen Sie die Umstände. Wir haben seit einiger Zeit Probleme mit unserem Parksystem-Software. Bitte verwenden Sie einfach den Code 1705, um auf den Parkplatz zu fahren. Leider sind wir im Moment nicht in der Lage, diesen zu ändern. Theresa Morton, Geschäftsführung. Warum haben sie denn den... Warum haben sie das denn geändert? Ich finde es nicht schlimm, wenn das Fuck heißt. Also keine Ahnung, ich würde deswegen hier... Ups. Ich würde deswegen hier kein... Kein Spaß machen. Kann ich nicht ziehen. Why not? Sah zumindest so aus, als würde das gehen. Mann. Mann. Man muss sich echt an die Steuerung gewöhnen. So. Kann ich jetzt hier hoch? Jo. What have we here? Warum kann ich da nicht rein? Geht doch. Ich kann mich durchglitschen. Metallknochen und Säurefalle. Geile Sachen. Wildfleisch. Ich wollte gerade sagen, geht das jetzt nicht mehr? Was haben wir denn hier? Aha. Natürlich fällt es genau so auf. So, was haben wir hier? Es fällt alles genau so, dass wir es gebrauchen können. Was ein Zufall. So, jetzt müssen wir die einmal... Nein, wir müssen sie verschieben, Leute. Und zwar... Hierhin. Gut. Das ist ein ganz besonderer Stahlträger. Ich muss einen Schlüssel für die Tür finden. Das ist einer, durch den man seinen Körper durchglitschen kann. Habt ihr gesehen? Schon stark. Eventuell ist hier ein Schlüsselmodul. Oh, da geht's auch nach unten. Metallscherben und Maschinenteile. Look at that. Wir können hier erstmal die Wand einreißen. Das Reisen hierhin einfacher machen. Und jetzt müssen wir hier unten mal gucken.
unten geht die Ruine weiter. Wohin jetzt? Metallscherben. Hier geht es aber auch wieder nach oben. Na, schauen wir uns erstmal hier um. Hier ist ja gar nichts. Wieso ist hier nichts? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ist hier was? Nein. Hier ist gar nichts. Dabei dachte ich, ich komme jetzt irgendwie in den geheimen Wäschekeller oder so. Okay, ich komme nicht mehr an den Vorsprung. Ich muss wohl anders da hoch. Und wie? Hier ist ja nichts. Aha. Wieder mal ein Dank an den Mann, der die Überlegse dran gemacht hat. So, etwas mehr Licht hier unten. Ja, aber wofür soll das gut sein? Wofür genau soll das gut sein? Hier ist doch nichts. Hier ist immer noch nichts. Da vorne ist irgendwas. Was ist das? Achso. Ja, hier ist jetzt mehr Licht, aber... Was genau soll das helfen? Wir müssen nochmal eben wieder hoch. Okay, ich hab jetzt quasi das. Ah, okay. Ja, ja, schon. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Das alles nur hierfür quasi. Runter damit. Raffiniert. Thank you. Weiter geht's. Okay. Wo geht's hier wohl hin? Tja, das werden wir gleich herausfinden. Es geht wahrscheinlich aufs Dach, würde ich mal sagen. Lohe. Schlüsselmodul. Ha, ein Schlüsselmodul. Ja, nice. So, und das wiederum können wir dann hier vorne einsetzen. Hier. Ja, solche kleinen Dungeons mag ich immer. Oder was heißt Dungeons? So Erkundungsgeschichten. Okay, mal sehen, ob der Schlüssel passt. So. Man braucht wohl auch einen Code. Vielleicht helfen mir die Daten, die ich gesammelt habe. Was war das? 1705? Weiß es gar nicht mehr. Na, das sind nochmal andere Sachen hier. Gescannte Glyphen. Nein, das ist es auch nicht. Reliktruin da. Also fuck, geht ja leider nicht. 1705 tatsächlich, ja. Code eingeben. Eins, sieben, null. Geschafft! What is that? Was ist dieses Ding? Ich behalte das lieber. Vielleicht kriege ich später raus, was ich damit mache. Fertigkeitspunkte. Yay. Alter Tresor. Alles Mögliche hier gefunden, wie ihr sehen könnt. Sehr gut. Das hat sich doch gelohnt. Vor allem die Fertigkeitspunkte, ne? Die nehme ich natürlich immer gerne. Relikte aus Ruinen.
Aloy hat beim Erkunden der alten Ruinen ein mysteriöses Relikt gefunden. Woher kommt es? Und gibt es da draußen noch mehr davon? Ein Ornament war das ja jetzt. Eine Kaffeetassen kennen wir ja schon. Das ist ja jetzt nichts Neues mehr. Legen wir los. Textprotokoll, Datenbeschädigung normal. Oder minimal. Der erste Stopp auf der Leck-mich-Kyle-Tour. Weißt du was, Kyle? Deine Mega-Protz-Show für diese wichtigen Casino-Bosse, von der du die ganze Zeit gelabert hast? Das wird nichts. Aber weißt du, was wird? Unser Roadtrip, Baby. Viel Glück beim Verfolgen unserer Staubwolke, du Sack. Goldene Toucan-Ende. Tom. Wer auch immer dieser Tom war. Tom Riddle. Nee, der kann ich schon wieder Ärger machen. Das glaube ich nicht. Trotzdem interessant.